Ich habe ein neues Kleid gekauft, das ich auf der Party tragen werde. Was wirst du, Lydia, tragen? Ja, ich werde auf dieser Party auch ein schönes Kleid tragen. Mein Vater hat mir versprochen, dass er es diesen Monat für mich kaufen wird. Verzweifelt, wo ist Papa? Ist er noch nicht angekommen? Er wird ankommen, bis dahin ruhen Sie sich aus. Gott sei Dank bist du gekommen. Warum bist du so spät? Im Büro gab es viel zu tun, Schatz. Es muss Papa sein, schließlich ist heute Gehaltstag. Übrigens, Dad, du musst wissen, warum ich auf dich gewartet habe, richtig? Ja, mein Kind, an das ich mich erinnere, aber... Aber welcher Vater? Mein liebes Kind. Ich habe mein Bestes versucht, aber mein Chef hat die Gebühren für Krankheitstage abgezogen, die ich letzten Monat genommen habe. Nicht schon wieder Papa. Komm, Lydia, das Abendessen ist fertig. Warum immer ich? Warum alle außer mir bekommen, was sie wollen? Komm schon, Lydia, hör auf zu weinen. Warum sollte ich die ganze Zeit leiden müssen? Warum sorgen Sie sich um die Partykleidung? Sie haben so viele schöne Kleider, die Sie zum Abschied tragen können. Bitte, Mama, zwinge mich nicht, ein altes Kleid zu tragen, während alle meine Freunde neu tragen werden. Aber Schatz, versuchen Sie, die Probleme Ihres Vaters zu verstehen. Warum müssen wir Hand in Mund leben?
Sie haben recht, dass wir uns kein luxuriöses Leben leisten können, aber im Gegensatz dazu haben wir genug, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn ja, warum kann ich dann kein neues Kleid kaufen? Ahaha, dieses neue Kleid ist kein Grundbedürfnis. Es gibt so viele Kinder, denen es sogar an Essen mangelt. Hast du sie nicht angeschaut? Habe ich sie beraubt? Kein Schatz, ich sage, dass sie überall dankbar sein sollten, anstatt sich zu beschweren. Ich habe Hunger. Bitte gib mir Essen. Wer ist da, Lydia? Da ist ein kleines Mädchen, das nach dem Essen fragt. Geben Sie ihr ein paar Früchte. Danke. Mama, nimm das Kleid heraus, das ich letztes Weihnachten getragen habe. Ich muss es für morgen bügeln.